Mein Name ist Stefan Geiger, bin 45 Jahre alt, übe seit über 25 Jahren ehrenamtliche Tätigkeit bei der TG und TC aus und spiele seit 40 Jahren Tennis, aktuell überwiegend in der Herren 40 Mannschaft. Wir hatten Ende der 90er Jahre beim TV und TC so wenig Spieler, dass wir keine gemeinsamen Mannschaften mehr ausüben konnten. So haben wir uns entschlossen, die Spielgemeinschaft zu gründen, die aktuell die Tennisgemeinschaft, so quasi, dass das Erkheimer Tennissport wieder aufwärts geht. Wir haben uns entschieden, für den Wettbewerb daran teilzunehmen, weil wir die letzten Jahre sehr viele Mitgliederzuwachs hatten. Vor 4 Jahren hatten wir in der TG 80. Damals waren es nur rein Stammmitglieder aus dem TC und TV. Und danach sind viele Neumitglieder gekommen, die dann nur rein auch bei der TG waren. So haben wir jetzt, Stand jetzt, 150. Der ganz große Wurf für uns war dann ca. 2016, 2017. Da hatten wir erstmals eine Hobby-Vereinsmeisterschaften ausgeschrieben. Hier hatten zum Beispiel Tennisspieler, Fußballspieler, Tischtennisspieler teilgenommen, die Sommerpause hatten und auch Eltern von Kindern, wo noch gar nicht spielten. Wir werden die nächsten Jahre keine Probleme haben und wir haben derzeit 5 Erwachsenenmannschaften und 10 Kinder- und Jugendmannschaften im Spielbetrieb und das soll einfach so bleiben, weil ich kenne es eigentlich nur genau andersrum, wo wir fast keine Mannschaften hatten. Ich bin die Heidi Radek, erster Vorstand im Artico e.V. und meine große Liebe ist der Zirkus. Wir hatten eine lange, lange Lockdown-Phase, wo wir nicht hier in unsere schönen Räume durften. Und viele Sparten haben in der Zeit, anstatt dass sie ihren Unterricht gemacht haben, Filme gedreht zu den verschiedenen Leveln, zu den verschiedenen Altersstufen und Sparten. Und da haben wir dann eine tolle App entwickelt, wo man sich mit seinem eigenen Namen anmelden kann. Und dann merkt sich die App auch die Vorlieben, aber auch auf welchem Niveau man üben möchte und schlägt einem immer entsprechende Filme wieder vor. In der Corona-Zeit, da war es jetzt wirklich super, dass wir halt den Kindern auch trotzdem da schöne Übungen zeigen können und da gab es dann auch viel Feedback und so und das hat mich schon auch auf jeden Fall gefreut. Jetzt ist es auch so, dass wenn wir halt zum Beispiel einen Trainingstanz oder so haben, dass man dann halt sagt, ja, schaut ihn doch euch einfach nochmal zu Hause an und dann könnt ihr den da auch nochmal üben. Und so gibt es natürlich auch immer noch die Möglichkeit, dass sie selber für sich da ihre Übungen üben. Und das wird auch zum großen Teil angenommen auf jeden Fall. Wir haben jetzt mit dem Gewinn nochmal sie ein bisschen erweitert und haben die Möglichkeit, dass man es jetzt auch am Computer gut machen kann, eingearbeitet und das einfach noch ein bisschen wieder verfeinert. Also die Programmierer kosten ja doch sehr viel Geld und das haben wir dafür benutzt. Also ich bin die Helena Gaber. Ich arbeite beim PostSV als Koordinatorin vom schulischen Ganztag. Da sind wir hier an der Scharrer Schule seit diesem Schuljahr der Partner. Wir betreuen 4 Ganztagsklassen, also von jeder Jahrgangsstufe eine Klasse. Das heißt, jeden Tag ist ein Team von PostSV vor Ort, macht die Essensausgabe. Nachdem die Kinder gegessen haben, geht es auf den Pausenhof und die Kinder dürfen hier relativ frei spielen oder auch angeleitete Spiele mitspielen. Und an einem Tag in der Woche übernehmen wir 4 Sport-AGs. Und das heißt, dass die Kinder eben da einfach wählen können, welche Sportart sie machen möchten und dann in diese AG gehen dürfen. Man merkt schon, dass es den Kindern auf jeden Fall die Bewegung gut tut. Vor allem nach Corona hat man das richtig stark gemerkt, dass sie Bewegung erstens brauchen und aber sicher auch von sich aus selbst bewegen möchten. Und sportlich merkt man natürlich in den einzelnen AGs, dass vielleicht jetzt der eine auf jeden Fall gelernt hat, wie man einen Hockeyschläger richtig hält, wie man spielt und vor allem eben auch, dass man fair miteinander umgeht, dass sie eben aufeinander Rücksicht geben. Auf jeden Fall ist geplant, dass wir es eben weiterführen und inwiefern man das dann noch ausbaut, also vielleicht die Betreuungszeit ein bisschen noch verlängert, vielleicht auch Freitagnachmittag noch eine Betreuungszeit anbietet. Da sind wir jetzt noch in Absprache, weil eben vorgegeben ist dieser Teil, den wir jetzt aktuell schon betreuen.
Aber da kann man natürlich immer noch was ausbauen und das dann vielleicht irgendwie anders auch noch finanzieren. Mein Name ist Helmut Risser. Ich bin der erste Vorsitzende der LG Staffelsee Murnau. Wir sind ein kleiner Verein mit derzeit 86 Mitgliedern. Wir haben uns für die Quantensprung-Aktion 2021 mit zwei Projekten beworben. Zum einen die Aktion der Deutschen Palliativstiftung, Piran for Life. Eine Aktion, bei der Wettkampfkilometer über einen bestimmten Zeitraum weltweit von Wettkämpfen gesammelt werden können. Und haben mit einer Bayern- und baden-württembergweiten Werbeaktion über 66.000 Kilometer zusammengebracht, was dann bundesweit bei dieser Aktion den ersten Platz bedeutete. Und die zweite Aktion, das waren unsere Benefizläufe hier auf der Südseite vom Staffelsee. 10 Kilometer direkt am See entlang, traumhaftes Ambiente für die Tafel, fürs Frauenhaus, die Care for Rare Foundation der Haunerschen Kinderklinik München, Brücke Oberland. Und da haben wir auch von beiden zusammen über 30.000 Euro für die gute Sache eingefahren. Eine Läuferin von uns, die ist also ehrenamtliche Hospizbetreuerin im Hospizverein im Pfaffenwinkel in Polling. Und das war eigentlich dann der Grund. Die hat uns auf diese Aktion aufmerksam gemacht von der Deutschen Palliativstiftung. Und da haben wir dann mitgemacht. Und vor allem das Schöne ist, man kann halt dadurch einerseits das Hobby mit der guten Sache verbinden. Das heißt, so gesehen haben wir zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Mein Name ist Astrid Hess und ich bin die Vorsitzende des TV 1848 Coburg. Wir sind der größte und älteste Verein in Coburg und sind momentan kurz davor, die 2000er-Schwelle zu übertreten. Wir haben uns gedacht, 2020, ganz Anfang des Jahres, alle Hallen sind zu, es kann nirgends was passieren, die Leute sind mehr oder weniger weggesperrt. Was ist denn möglich? Man kam auf die Idee, ein Springseil hat vielleicht fast jeder. Und Seilspringen kann man überall. Wenn man zu Hause die Vase von der Oma wegräumt, dann ist selbst im Wohnzimmer Platz. Und dann hat sich daraus ein Selbstläufer entwickelt, den wir so in keiner Weise erwartet haben im Prinzip. Es war wirklich so, dass auch die nicht ganz so talentierten Seilspringer wie unser Oberbürgermeister oder unser Landrat waren voll dabei. Wir hatten eine Stadträtin, die Kaminfährerin ist, die ist in voller Kluft auf einem Hausdach gesprungen. Wir haben eine Feuerwehr, die haben dann zwei gedreht und einer ist über den Schlauch gesprungen. Also es ist wirklich ganz querbeet. Ganze Schulen sind gesprungen, ganze Firmen, Handwerksbetriebe. Also es war wirklich jeder voll dabei. Wir sind jetzt gerade dran an einem Coburg-Aktivtag, zusammen mit einem anderen Partner, an dem sich ganz Coburg sehr bewegen soll. Und wir haben jetzt zum Beispiel auch ganz neu das Angebot Floorball geschaffen, was jetzt auch unheimlich gut schnell angenommen wurde. Und was bei uns auch ganz wichtig ist, wir haben wirklich Inklusion und Integration. Also bei uns ist wirklich jeder willkommen. Wir haben einen sehr hohen Migrationsanteil. Und unser Jugendleiter Muhammad, der auch das Ninja haltet, hat ja selber Migrationshintergrund. Und wir haben auch mehrere Übungsleiter, die sogar Fluchterfahrung haben.